In diesem Video wollen wir uns mit den Grundlagen der Energiespeicherung beschäftigen. Das heißt also, lässt sich Energie zwischenspeichern in unterschiedlicher Art. Wir werden uns mit den mechanischen und elektrischen Speichern beschäftigen, elektrochemischen, das heißt den Batterien, einer chemischen Speicherung und natürlich dann der Speicherung von Wärme in einem Wärmespeicher, in der Regel durch die Erhitzung von Wasser. Zunächst wollen wir uns einmal die Skalen angucken, auf denen sich die Energiespeicher beschäftigen. Das ist auf der einen Seite die typische zeitliche Skala, auf der wir uns beschäftigen. Das heißt also, machen wir mal auf die Y-Achse die zeitliche Skala in Bezug auf das Entladen und auf die X-Achse wollen wir mal die gespeicherte Energie auftragen. Das heißt, hier ist jetzt also die Speicherkapazität. Kapazität in Wattstunden. Wir werden jetzt die X-Achse logarithmisch skalieren, um das entsprechend darstellen zu können. Also wir sagen mal hier auf dem Punkt speichern wir eine Kilowattstunde, dann haben wir ungefähr, na, sagen wir mal, hier machen wir dann eine Megawattstunde. Dann haben wir hier eine Gigawattstunde als Speicher haben. Und dann sind wir hier mal bei einer Terawattstunde. Na, dann geht es hier so weiter. Dann sind wir jetzt hier bei einer Petawattstunde, aber solche großen Speicher, die stehen gar nicht zur Verfügung. Und dann auf der Y-Achse, auch das ist jetzt eine, naja, etwas willkürliche Einteilung, jetzt nicht ganz streng mathematisch. Also wenn wir jetzt mal hier sagen, dass wir hier im Bereich von einer Sekunde sind, dann sind wir jetzt hier ungefähr bei einer Minute. Dann wollen wir hier oben mal auch so eine Art, ja, logarithmische Einteilung machen, dass wir hier im Bereich von einer Stunde sind. Haben wir hier einen Tag. Dann wollen wir hier mal eine Woche einzeichnen. Hier einen Monat. Und dann nochmal hier oben ein Jahr. Also eine etwas, ja, unregelmäßige Einteilung, um die Energiespeicher aber entsprechend klassifizieren zu können. So, wir unterscheiden jetzt also fünf verschiedene Arten der Speicherung: mechanisch, elektrisch, elektrochemisch, chemisch und in Wärme. Die Energiespeicher mit der kleinsten Speicherkapazität, das sind die elektrischen Speicher, das sind Kondensatoren und Spulen. Die sind im Bereich von, naja, also muss man hier unten einzeichnen, hier in diesem Bereich mal so grob anzusiedeln, also die Spulen und die Kondensatoren. Das heißt also hier dieser Bereich, der jetzt hier schraffiert ist, das hier sollen jetzt mal die Kondensatoren sein. Das heißt also die sogenannte Supercaps, die werden wir uns in einem späteren Video angucken, wie wir Energie in Kondensatoren speichern können, elektrische Energie speichern können. Und dann entsprechend die Spulen. Das in einer Spule lässt sich natürlich in dem Magnetfeld Energie speichern und dann auch wieder gewinnen. Das sind aber Kurzzeitspeicher, das heißt also Speicher, die im Bereich von Sekunden oder Millisekunden agieren, das heißt also sehr schnell reagieren können. Die werden nur typischerweise zur Netzstabilisierung eingesetzt, um auf sehr schnelle Änderungen oder Ansprüche im Stromnetz reagieren zu können. Der zweite Teil, das sind mechanische Speicher. Da haben wir auf der einen Seite einmal Schwungmassespeicher. Die liegen ungefähr hier in diesem Bereich. Also das ist auch eher so Sekunden, vielleicht so ein bisschen auch noch in den Minutenbereich. Kann bei sehr großen Schwungmassespeichern auch noch in den Bereich der Stunde gehen. Das ist also Schwungmasse. Das ist ein mechanischer Speicher, das heißt, dieser Schwungmassespeicher rotiert ein Zylinder
in ein Magnetfeld. Das heißt, also durch die Rotation kann Energie gespeichert werden. Und indem die Rotationsgeschwindigkeit verändert wird, das Omega verändert wird, lässt sich die Energie entweder einspeichern oder ausspeichern. Dann ein weiterer großer Bereich der mechanischen Energiespeicherung sind die Pumpspeicherkraftwerke, die im Bereich in der Größenordnung von Gigawattstunden Energie speichern können. Das heißt, das ist hier tatsächlich in dem Bereich ein recht großes Feld. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal so das grob einzeichnen als Pumpspeicher, das ist also ebenfalls mechanisch, in dem Wasser auf ein höheres Niveau gehoben wird, um Energie zu speichern, beziehungsweise das Wasser abgelassen wird von einem höheren Reservoir in ein niedriges Reservoir, um die Energie auszuspeichern. Das heißt, das Wasser treibt eine Turbine an, die dann wieder elektrische Energie erzeugt, sodass sich daraus dann ein Speicher ergibt. In diesem Bereich gibt es auch noch die Druckluftspeicher, die liegen hier eher in diesem Bereich, also sind etwas kleiner. Das sind die Druckluftspeicher. Das heißt, also dort wird Luft komprimiert und in Kavernen gespeichert. Das heißt, darüber lässt sich natürlich auch Energie speichern in mechanischer Form. Und wenn die Luft dann wieder expandiert oder zurückgewonnen wird, lässt sich die Energie wieder ausspeichern. Dann haben wir als weitere große Gruppe natürlich die elektrochemischen Speicher, also die Batterien, die man wahrscheinlich direkt mit der Energiespeicherung verbindet, im Zuge auch der Diskussion zur Energiewende. Das heißt, die Energiespeicherung in Batterien erfolgt elektrochemisch über eine chemische Verbindung. Da sind wir dann in dem Bereich, also moderne Batterien können sicherlich Energie bis zu einer Woche, natürlich auch entsprechend groß skaliert, auch im Bereich von etwas mehr als einer Woche speichern. Das heißt, hier haben wir die Batterien in unterschiedlichen Ausführungen, ob das jetzt eine Bleisäurebatterie im Auto ist oder ob das eine Lithium-Ionen-Batterie ist, die man in Laptops oder Smartphones kennt, oder auch mittlerweile auch in Elektrofahrzeugen. Natürlich mittlerweile auch Einsatz im Haus in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage. Also das haben wir die, dann haben wir die elektrochemischen Speicher. Dann der große Teil der chemischen Speicher, die nun auf der Skala sogar bis zu einem Jahr speichern können. Das will ich mal jetzt hier oben andeuten, dass die hier oben im Bereich, sogar im Bereich von Gigawattstunden oder Terawattstunden liegen. Also hier haben wir dann die chemischen Stoffe, das heißt also Gase, die wir erzeugen. Das ist also auf der einen Seite natürlich primär das Erdgas, das sich natürlich erzeugen lässt künstlich über Power to Gas, also P2G für Power to Gas, dass man elektrische Energie nutzt, um daraus dann Methan zu synthetisieren. Das heißt, wir bekommen synthetisches Erdgas. In dem Prozess ergibt sich vorher Wasserstoff als Gas, das heißt P2H für Power to Hydrogen. Ebenfalls eine Alternative und mittlerweile in den Fokus gerückt, was die Langfristspeicherung angeht. Deutschland hat beim Erdgas zum Beispiel Speicherkapazitäten im Bereich von 350 Terawattstunden. Das heißt, also wir haben hier immense Speicherkapazitäten, was das Gas angeht. Natürlich primär fossiles Erdgas, was wir speichern können. Das sind so rund 35 Milliarden Kubikmeter Gas-Speicherkapazitäten, die wir in Deutschland nutzen könnten. Na, dann als letzter oder Speichertypus haben wir noch die Wärmespeicher. Das ist das, was man in der Regel in Häusern hat als Warmwasserspeicher für die Heizungsversorgung. Das ist also dann hier im Bereich von, ich sag mal, Zeitskala Woche bis zu einem Tag. Auch da wieder die Frage nach der Skalierung. Dort kann man dann auch im Bereich von Kilowattstunden bis zu Megawattstunden, wenn man es entsprechend groß auslegt. Das heißt, hier haben wir dann Wärmespeicher. Was nutzt man dort?
Man erwärmt das Wasser. Das Wasser hat eine spezifische Wärmekapazität von 4,186 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Das heißt, Wasser ist ein sehr guter Energiespeicher, weil das Wasser sehr große Energiemengen aufnehmen kann, die man natürlich dann auch dem Wärmespeicher wieder entziehen kann. Und auf dieser Skala lassen sich nun also diese verschiedenen Speichertypen klassifizieren. Vielleicht noch zur Einordnung der Speicherkapazität, was die Größe angeht, die Mengen. Also wir sind hier unten in dem Bereich von ungefähr 4 Megawattstunden. Das ist so der Energie- oder der Strombedarf eines Mehrfamilien- oder eines Vier-Personen-Haushaltes. Also hier ist der Strombedarf in einem Jahr von einem Vier-Personen-Haushalt. Da sind wir ungefähr bei 3 bis 4 Megawattstunden. Entsprechend haben wir, was den Wärmebedarf, den Jahreswärmebedarf angeht, sind wir etwas größer. Da sind wir eher im Bereich von 10, 20, 30, vielleicht sogar 40 Megawattstunden. Das ist also eher hier. Das ist dann der Wärmebedarf. Wärmebedarf eines Vier-Personen-Haushaltes im Bereich von 10 bis 40 Megawattstunden pro Jahr. Im Bereich der Gigawattstunden, um das als Größenordnung nochmal zu klassifizieren, das ist so der typische Jahresstromverbrauch einer Stadt. Das heißt, so hier in dem Bereich, also eine Gigawattstunde, das sind dann Industrieunternehmen, die so im Bereich eine, 10 große Industrieunternehmen natürlich 100 Gigawattstunden Strombedarf haben pro Jahr. In die Größenordnung fallen dann auch Städte, natürlich abhängig wieder von der Größe. Das heißt also hier in diesem Bereich, ich will das hier mal so andeuten, das ist jetzt also der Strombedarf im Jahr einer Stadt. Und wenn wir dann noch in die noch größere Skala kommen, das heißt im Bereich der Terawattstunden, da sind wir dann schon in der Größenordnung von Bundesländern. Das heißt, also hier, das hier ist so der Bereich, den man bekommt. Das ist jetzt also der Jahresstrombedarf eines ganzen Bundeslandes oder einer Großregion. Das heißt also, um diese Region im Jahr mit Energie zu versorgen, bräuchte man Energiemengen im Bereich von mehreren Terawattstunden. Ja, und so lassen sich nun diese Energiespeicher klassifizieren von den Energiespeichern, die sehr schnell reagieren können, netzstabilisierend sind. Das sind also die Kondensatoren, die Spulen, die elektrischen Energiespeicher. Dann haben wir die mechanischen in Blau, Schwungmasse, die im Minuten- bis vielleicht Stundenbereich agieren können, auch häufig zur Netzstabilisierung eingesetzt werden. Wenn sie dann entsprechend dimensioniert sind, um im Sekundenbereich agieren zu können. Die Pumpspeicherkraftwerke und zu einem geringen Teil auch die Druckluftspeicher dienen der Langfristspeicherung von elektrischer Energie in mechanischer Energie. Dann haben wir halt die Batterie in unterschiedlichen Ausführungen zur elektrochemischen Speicherung, die Gasspeicher, die in Zukunft durch die Nutzung der Power-to-X-Technologie, also der Umwandlung von elektrischer Energie in Gase, Erdgas oder Wasserstoff, genutzt werden können, um überschüssige regenerative Energie umzuwandeln in chemische Verbindungen, um diese dann wieder zurück umzuwandeln, zu verstromen. Und dann die große Gruppe der Wärmespeicher, die bereits jetzt im Einsatz sind, aber im Zuge von der Weiterentwicklung von Nah- oder Fernwärmenetzen natürlich immer auch eine wichtige Rolle spielen werden, sodass sich daraus eine Klassifizierung der fünf unterschiedlichen Speichertypen ergibt.